Und damit Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, Leute, heute bei mir hier auf dem Tisch Besuch vom Knochenkalle. Ja, ich habe hier einen riesen Totenschädel bei mir auf dem Tisch von Suru Smashers Dino Island mit über 30 Überraschungen im Schädel. Das ist der Oberknaller. Und ihr seht, ihm guckt hier sogar noch ein Raptor aus dem Schädel oben raus. Was ein abgedrehter Scheiß. Im positivsten Sinne, denn ich mag Suru. Ich mag die Geschichten, die sie raushauen, sind bloß meistens viel, viel, viel zu teuer. Sonst hätte ich viel mehr auf meinem Kanal schon dazu ausgepackt. Wie auch immer, was man da drin findet, das Einzige, was ich weiß, ist entweder ein Skelett-Hai oder ein Skelett-T-Rex. Anscheinend sieht man es an dem Raptor, der hier oben aus dem Kopf rausguckt. Den gibt es in zwei unterschiedlichen Farben. Und wenn ich Glück habe, habe ich hier den T-Rex drin. Wenn es der Hai ist, ist auch kein Problem. Ich freue mich über alles, was da kommt. Eigentlich ist das Ding viel zu schade, um es auszupacken. Ihr seht, die Folie, die da drumherum ist, ist Weltklasse bedruckt. Wenn wir die runter machen, ja, dann haben wir halt noch den Schädel und das leuchtende Auge. Das Auge leuchtet, hat eine LED drin, leuchtet in RGB-Farben. Und ich habe das Ding jetzt wirklich schon eine Ewigkeit bei mir stehen, weil er mir so gut gefällt. Aber ich will reingucken, ich will es auspacken. Und ich hoffe, dass man die Batterien auswechseln kann. Und ich hoffe auch, dass es keine Knopfzellen sind, sondern normale Batterien, wie wir sie halt haben. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, was wir in diesem Schädel drin finden. Es steht hier auf der Seite drauf, ist aber alles Englisch, Französisch, Spanisch, Fragezeichen, nur nichts in Deutsch. Also wir gucken das ganz kurz an und dann werde ich es auspacken. Je nachdem, wie lange es dauert, werden es mehrere Videos, aber das werdet ihr ja sehen. Alles klar. Also es tut mir fast ein bisschen leid, den auszupacken. Ja, wenn dann dieser Druck drumherum weg ist, ich weiß nicht, ob er dann noch genauso gut wirkt. Vielleicht hole ich mir noch einen und lasse den original verpackt, denn das Ding ist großartig. Es ist der absolute Hammer. Kostet seinen Preis, hat seinen Preis, ist nicht günstig. Hier und da kriegt man es aber ein bisschen günstiger. Und darum dachte ich mir, komm, nimm mal einen mit. Und wenn mir der Inhalt gefällt, ja, ich werde mir noch einen holen. Das ist überhaupt kein Thema. Weil, wie schon gesagt, ich möchte gerne noch einen Kopf so behalten, wie er hier rundum verpackt ist. Das Ding ist einfach, das ist ein Hingucker. Das stellst du auf, es ist riesengroß und du lachst dich tot, wenn der Raptor oben rausguckt. Und ja, klasse Piratenschädel von Dino Island. Jetzt lasst uns den Kerl hier mal aus der Nähe betrachten. By the way, der ganze Kopf hier hat eine Höhe von 32 cm, okay? Entsprechend hat er auch ein Volumen. So, und jeder, der Suru, die ganzen Smashers hier kennt, weiß, es gibt nicht nur den Kopf, es gibt auch Eier in allen möglichen Größen gefüllt mit diversen Dingen. Und hier, wie schon gesagt, 30 Dinge, die man hier finden können, 30 Überraschungen. Hier Suru Smashers Dino Island. Und das sagt auch unser Schädel, wenn wir hier auf dieses Auge drauf drücken, denn Welcome to Dino Island. Ne? Und ihr seht, es leuchtet in allen möglichen RGB-Farben. Ist großartig. Welcome to Dino Island. Ja, und die Batterie wird halt immer schwächer. Warte mal, ich drehe mal das Licht ein bisschen auf die Seite. Dann sieht man es noch besser leuchten. Welcome to Dino Island. Es ist so geil und es flackert dann auch noch entsprechend ein bisschen. Ne? Ich hoffe, wenn ich neue Batterie reinmache, dass es wieder ein bisschen kräftiger leuchtet und auch ein bisschen lauter wird. Ja, oben guckt der Dino, der Raptor raus. Es ist großartig designt. Ja? Die Zähne gucken hier raus, große Augen. Die leuchten übrigens nicht. Hier hinten auch ein paar Stacheln auf der Birne. Auch von vorne sieht der klasse aus. Also sehr, sehr witzig. Eine absolut hammermäßige Idee. Man kann den auch ein bisschen hin und her drehen. Das ist kein Problem. Ja, also ich find's super, super klasse. Dann hier das typische Kopftuch, was unser Schädel hier rum hat. Hier sieht man, was man alles irgendwie erwarten kann. Ich sage, ich habe mich 0,0 gespoilert, was man hier drin finden kann. Wir werden es aber gleich mal ganz grob
erfahren, denn irgendwo steht's, wo wir alles drin haben. Hier übrigens die Skelette, die wir finden. Entweder wir haben hier diesen T-Rex oder wir haben hier diesen Hai. Oder was auch immer das auch ist, ja. Mir ist es egal. T-Rex ist natürlich ultra spektakulär, aber wenn der Hai drin ist, ist auch nicht schlimm. Hier haben wir die Try-Me-Geschichte fürs Auge, ja. Wenn ich drauf drücke, ihr wisst Bescheid. Dann hier wunderbar die fehlende Nase. Natürlich auch eine Augenklappe, wo das mit den 30 Überraschungen draufsteht. Dann die Zähne, ein paar fehlen auch schon. Also es ist wirklich klasse gestaltet. Also wir können den Schädel dann smashen. Dann haben wir hier irgendwie eine Karte oder was. Auf jeden Fall können wir alles entdecken. Dann gibt es schätzungsweise auch wieder Slime mit drin. Was ist das? Graben oder was? Oh, bitte, bitte kein eingegossenes Zeug. Ich hasse das. Es gibt Dreck ohne Ende. So, dann ja, bau dein Dino und natürlich das Auge mit 6 epischen Sounds. Okay, also dann haben wir hier wahrscheinlich eine Try-Me-Funktion. Und wenn wir ausgepackt haben, sagt er noch ein bisschen was mehr. So, hier die üblichen Verdächtigen und hier steht auch drauf, was wir alles drin haben. Aber wisst ihr was, da gucke ich gar nicht großartig drauf. Wir packen es aus und hier sehe ich, oh nein, es sind die runden Batterien, habe ich keine da. Wie ich die hasse, Mann. Warum keine normalen Batterien? Ja, weil wir halt in Deutschland leben, ne? Also, hier können wir das Ganze öffnen. Ich mache mal die Folie hier weg. Mal gucken, ob es gut geht oder wieder überall reißt. Achtung und... Oh, Leute. Das geht. Das geht einmal komplett durch. Und man sieht ja schon die schöne Struktur vom Schädel, das Kopftuch etc. Eigentlich könnte man den Schädel auch bemalen, ne? Aber so gut, wie sie es hier gemacht haben, kriegst du halt nicht hin. Also, ja, wie krieg ich, kann ich den Dino-Kopf hier eigentlich rausziehen oder was? Denn da reißt es ja dann spätestens kaputt, ne? Also ich mache die Folie hier mal weg. So, genau. Ja, und jetzt ist der Dino-Kopf im Weg. Oh Mann, guck mal, wie das aussieht hier. Total verzerrt, noch creepier als vorher, Mann. So, ich habe jetzt hier am Dino-Kopf ein bisschen mit der Schere eingeschnitten. Dann brauche ich es nämlich nicht kaputt reißen. Nein. So, alles klar. Hier habe ich die Folie. Und so, Moment. So sieht dann der Schädel aus, wenn er ausgepackt ist. Jetzt hat es ein bisschen eher was von der Mumie, oder? Also man sieht die Augenklappe, das Auge, die Zähne, wunderbar. Auch dieses Kopftuch. Schön verratzt, schön eingerissen. Also auch der sieht auf jeden Fall noch gut aus, ja. Aber trotzdem, ich glaube, ich möchte noch mal einen komplett haben, weil es ist ein Träumchen. Leute, hätte so Zeug schon zu meiner Kindheit gegeben. Ich wäre ausgerastet. Ich hätte geheult vor Freude. Das ist ja der Oberwahnsinn. Ich glaube, Jungs, die sich auch nur ansatzweise für Piraten und so einen Scheiß interessieren, werden hier doch komplett durchdrehen, oder? Also, absolut fantastisch. Schädel ist weiß und so könntest du ihn eigentlich auch bemalen. Okay, also dann, ja, in der Mitte hier können wir es dann öffnen. Ne? Hier seht ihr das Tuch hinten, sein Kopftuch, was hier zusammengeknotet ist. Und ja, dann werde ich den jetzt hier mal öffnen. Hier, seht ihr das? So geht es auf, das Ganze. Wahrscheinlich fällt mir gleich der ganze Kladderadatsch entgegen. Hier bröselt auch schon Zeug raus. Ach du liebe Zeit. Vorsichtig, vorsichtig. Und, ach Gott, Tüten ohne Ende. Leute, Tüten ohne Ende. Okay, von der anderen Seite ein bisschen dagegen drücken. Ich möchte hier nichts kaputt machen. Der Schädel ist so Hammer. Okay, ja, so geht's. So geht's, wunderbar. Okay, ach Gott, ich hab's offen. Guckt mal, was hier alles drin liegt. Tüten, Eier, Tod und Deibel. Ist ja der Hammer, Leute. So liebe Zeit, okay? Kopf ist auseinander. Und jetzt mache ich hier mal Stück für Stück. Also, wir haben hier ein kleines Nest. Schauen wir uns an. Dann haben wir hier Eier, ja? Auch die Eier haben Muster, natürlich Smashers und sie nochmal extra in Folie verpackt. Also ein Ei, zwei Eier, drei Eier, vier Eier und hier kommen 5 Eier habe ich hier. Das ist ja der Burner. So, dann habe ich hier irgendwie eine schwarze Tüte mit Smashers drauf. Dann habe ich hier
Dino Island Quicksand, also Treibsand. Guckt euch das Bild an. Ist ja großartig. Dino voll im Sand drin. Sehr schön. Alles klar. Dann habe ich hier ein ganz kleines Tütchen. Mystery Treasure. Mit einem großartigen Schädel drauf. Guckt euch das an. Das ist ja nur geil, oder? Dann haben wir hier eine größere Tüte. Und was haben wir hier drauf stehen? Dino-Form. Dino-Mus. Auch hier. Boah, guckt ihr den Schädel an. Das ist ja nur der Hammer. Die Zeichnungen sind der Brüller. So, dann haben wir hier noch eine große Tüte. Und hier Pirate Dino, ja, Piraten-Dino. Und ja, das ist auf jeden Fall der T-Rex, wie es aussieht. Auch eine große Tüte, relativ leicht. So, was haben wir hier noch? Oh, hier ist was Schweres. Hier Dino-Slime. Okay, Dinosaurier-Slime. Hier eine Schatzkiste, wo ein von Fuß rauskommt. Mit Schleim gefüllt. Es ist ja der Hammer. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch irgendwie zwei Anleitungen. Was ist das? Ist das für die Eier? Moment. Ach Gott. Okay. Sammelhandbuch. Hier steht es in Deutsch. Sammeln Sie alle. Ja? Die ganzen Dinos, die es hier zum Sammeln gibt. Hier, guck mal. Säbelzahntiger, Fuchs, Moskito, Brontosaurus, Hirsch. Wenn es euch zu schnell geht, einfach das Video anhalten. Ne? Ratte, Raptor, Elch, Bison, Bär. Dann haben wir hier einen Mammut, Triceratops, T-Rex, Löwe, Wolf, Pterodactylus, ein Ei, ja, ein Höhlenmensch, dann haben wir hier einen Ochse, eine Schlange, ein Affe. Die Viecher sind meistens klasse. Ich meine, das ist so, ja. Und dann hier, wie baue ich das Ei wieder auf? Ach, alles klar. Und dafür gibt's doch eigentlich, ist doch das hier immer mit dabei, oder? Ist es, hilft es nicht, die Eier zusammenzubauen oder sowas? Wobei das hier gar nicht draufsteht, ne? Also erst unten dann die Seitenteile, Dino rein. Und dann den Rest hier dran klipsen, Wiederaufbau und erneut zerschmettern. Alles klar. Und das alles in Form von einer Schatzkarte ist klasse. So, und dann haben wir hier noch eine große Beschreibung. Ist übrigens ein dickes Papier. Ist kein Scheiß. Also das fühlt sich schon richtig gut an. Hier, ja, das ist die Schatzkarte, ne? Suru Smashers Dino Island Treasure Map. Hier ist wieder alles in Englisch. Und das hier ist es zum Aufrubbeln oder was? Are you ready for a telltale? Großartig! Also, das ist die Schatzkarte, wie man das Ganze hier irgendwie, ja, was weiß ich, aufbauen können oder wie wir halt dann letztendlich zum Schädel kommen. Guckt euch das an. Großartig. Haben sie echt was einfallen lassen? So, auf dieser Seite haben wir dann noch die Bauanleitung, die Aufbauanleitung zum T-Rex. Wie geil, ich habe hier den T-Rex drin, das ist ja der Hammer. Sehr, sehr, sehr cool. Hier die Anleitung, wie das alles zusammengebaut wird. Okay, sehr schön. Ja, dann kommen wir natürlich noch hier zu dem Auge. Und wie es aussieht, das Auge kommt dann hier in unseren T-Rex rein. Und es leuchtet dann und er haut dann die Sprüche raus, oder was? Ne? Und das hier, ja, wie schon gesagt, das ist dieses Nest, um die Eier wieder zusammenzubauen. Ne? Smash and smash again. Sehr geil. Also jetzt, Moment. Übrigens, so sieht der Kopf innen aus und hier ist schon irgendwie Slime ausgelaufen. Seht ihr das? Das ist schon komplett angetrockneter Slime, wie neulich bei diesem Heft, was ich ausgepackt habe. Ja, also der Slime ist teilweise schon eingetrocknet. Klasse. Also ich schwarzer Dino-Slime. Oh Gott, und ich habe jetzt schon komplett verschleimte Finger. Guckt euch das an. Geil, geil. Ja, also das ist hier schon irgendwie ausgelaufen. In unseren Kopf rein, aber ich kriege den Schleim recht gut weg. Ist also kein Problem. Kein Thema. Ich finde es auch gut, dass man das Ganze wieder zusammenbauen kann. Also, das Schwarze hier drin ist tatsächlich der Slime. Bin mal gespannt, aus welcher Tüte das hier rausgelaufen ist. Eigentlich müsste das ja diese Tüte sein, ne? Steht ja Dino-Slime drauf. Also irgendwo, wobei das Ganze hier komplett trocken ist. Also keine Ahnung, wo das hier rausgelaufen sein soll. Keine Ahnung. Ja, vielleicht bei der Produktion irgendwie, ne? So, dann lass uns doch hier mal anfangen. Are you ready for a telltale? Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob man da was wegrubbeln kann und ob wir da irgendwas sehen. Ne?
Ich rubbel hier mal. Ja, das geht. Hier können wir frei rubbeln. Und was kommt hier zum Vorschein? Schön sauber rubbeln. So. Ha! Hier. Hier seht ihr schon mal die Verpackung von der Tüte, die wir als erstes hier öffnen sollen. Und das ist diese Tüte hier. Dino Island Quicksand. Ja, Treibsand. Und ich überlege mir hier wirklich, ob ich irgendwie einen Teller oder sowas holen soll, damit ich die ganze Sauerei hier nicht auf meinem Tisch habe. Aber ja, komm, lasst uns das Ganze hier mal aufreißen und reinschauen. Hier kann man es öffnen. Ah ja, ist so ein Ding, wo man wieder zumachen kann. Wenn es denn funktioniert, okay. Hier haben wir tatsächlich so Knet drin. Alles klar. Und was ist das? Das sind Knochen, oder? Also das ist hier so magischer Sand, oder was? Ja, hier haben wir ja ein Stückchen von unserem T-Rex. Ganz einfach. Das sieht aus wie der Schwanz. Ja, ist transparent gegossen, wie man sehen kann. Warte mal, meine Taschenlampe. Boah, das gibt eine Sauerei. Das weiß ich jetzt schon, ne? Aber Kids und ich lieben das, okay? Also es scheint auf jeden Fall durch. Ist so gelb transparent, ist ein Gummi, ist kein Plastik. Und dann haben wir hier auch noch eine Kralle, eine Klaue. Der rechte Arm, wie es aussieht, ne? Kann man hier schön sehen mit dem grünen Treibsand. Also sagen wir mal so, das hält sich noch in Grenzen, denn es ist eher gummiartig das Ganze. Wie schon gesagt, ich habe schon Weilchen da. Kann sein, das ist jetzt auch schon ein bisschen ausgetrocknet. Hier haben wir den linken Arm. Schön transparent. Sau cool. Und ja, also das Zeug hier ist eher so zähes Gummi. So, ja, ich kriege schon wieder Hunger, wenn ich das sehe, denn das erinnert mich irgendwie an was zu essen. Ja, klasse. Also das Grün ist der Hammer. So, und wenn ich das quetsche und knete, kann ich auch noch die ganzen Brösel, die hier auf dem Tisch liegen, ja, wieder super zusammenfügen. Und ich habe hier einen tollen Knetball. Das ist ja nur geil. Also ist kein magischer Sand, es geht so in die Richtung, aber das ist schon so eine Art Slime oder so, ja. Klasse. Also fühlt sich toll an, ganz leicht, und es stinkt jetzt auch nicht unangenehm oder sowas. Aber ist klasse. Also ihr könnt es immer wieder kneten zu einem Ball, und ich glaube, dass das Ding auch hüpft. Ja, das fühlt sich so an wie ein Material, was hüpft. Pass mal auf, ich mach's mal schön rund und lass es hier mal. Seht ihr? Er rollt vom Tisch. Aber das hüpft. Also sehr, sehr angenehmer Ball. Das ist klasse. Das gefällt mir gut. Also das ist schon mal echt eine schöne Beigabe. Und die ersten drei Skelettteile, die wir hier gefunden haben. Sehr gut. So, also alleine schon die Tüte ist der Oberhammer. Also die Zeichnung, mega, mega cool. So, was steht als nächstes auf unserer Map? Gleich gucken. Freikratzen. Was müssen wir als nächstes auspacken? Schön freirubbeln. Ich mache das immer ganz sauber. Über die Falte drüber. So, als nächstes. You are heading deep into the island. Und hier haben wir den nächsten Beutel mit dem Schädel und dem ganzen Schleim hier drauf. Hier, Dino-Form, also Dino-Mousse. Was ist hier drin? Ja, wahrscheinlich vielleicht der Kopf oder so. Das fühlt sich alles auch recht weich an. Ich kann es wieder hier oben einreißen. Das machen wir. So. Zack, auch das hier wieder verschließbar. Nobel, nobel. Das kannst du anders. Ach du liebe Zeit. Ja, guck dir das an. Hier ist was Ähnliches drin, aber mit so kleinen Perlen. Und auch das bleibt zum Glück zusammen. Gott, das fühlt sich an wie Styropor. Ja, klasse. Ja, hier ist der Schädel drin. Ich leere mir hier alles auf den Tisch. So, haben wir alles raus? Ja, ist alles raus. Also ich finde es schön, es ist keine so Riesensauerei, ne? Ihr seht, wir haben hier den Schädel und hier überall dieses grüne Styropor-Böbbel-Gedöns-Zeug dran. Und das muss ich jetzt hier irgendwie rausfummeln. Und hier ist noch was drin im Kopf, oder? Ach nee, nee. Nee, das ist tatsächlich nur zum Zusammenstecken. Hoffentlich kriege ich es. Ja, ich kriege alles raus. Sehr gut. Also, so ganz kleine grüne Schleimkügelchen, die man aber
glaube ich, in ein Ding zusammenkriegt. Und das ist unser Dino-Schädel. Gott, wie cool. Wir schauen uns gleich an. Also jetzt haben wir hier dieses Zeug mit den grünen Kügelchen dran. Aber auch das ist so ganz leicht klebrig. Und auch hier kriege ich alles zu einem Ball zusammen. Sehr gut. Also bis jetzt habe ich hier noch keine große Sauerei auf dem Tisch. Das kann man eigentlich alles angucken. Ne? Ihr seht, wir können es auseinanderreißen. Ihr könnt es auch wieder zusammen machen, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, die Kamera kommt klar mit dem grellen Neongrün. Ne? Also es sieht bombig aus, wie ich finde. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ist mega leicht das Ganze und auch das riecht nicht unangenehm. Ja? Also ihr habt hier keinen so einen riesen Chemiegestank oder sowas, wie man es von anderen Sachen kennt. Das kann man schon alles angucken. Also wir haben jetzt hier schon zwei grüne Kugeln mit dabei. Ja? Also da war der T-Rex-Schädel drin. Auch das hier wieder ein mega hammermäßiges Bild, oder? Es ist großartig, wirklich großartig. Hat was von einem strahlengeschädigten Brokkoli, oder? Cool. Ja, dann haben wir hier den Schädel, auch transparent, in so einem Gelb. Hier das Auge mit einer schwarzen Pupille. Man sieht hier schön die Beißerchen, die Zähne. Hier oben ist sogar ein Schleimtropfen drauf. Sehr schön. Also, das gefällt mir gut. Das Auge hier ist ganz leicht zugekniffen. Hier sind noch ein paar Kügelchen. Kein Problem. Ja, das der Kopf dazu. Also, so langsam aber sicher nimmt das ganze Gestalt an. Und der Kopf ist schon wirklich riesig. Das muss man mal sagen. Das ist die Schwanzspitze. Und das hier sind die kleinen Ärmchen, die er dann kriegt, ja. Also gefällt mir bis jetzt alles sehr gut. Auch das hier wunderbar transparent, wie man sehen kann. Cool. Ja, und da irgendwo wird das Auge noch mit verbaut. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. So, mit was geht's hier weiter? Wir werfen wieder einen Blick auf unsere Schatzkarte. Too late to turn around now. Ja. Lasst uns anschauen, welche Tüte verbirgt sich unter diesem Fensterchen. Also wirklich, Suro, es ist so geil. Es ist so, so, so geil, was ihr euch hier überlegt habt. Ja, wir haben hier diese Tüte mit der Schatztruhe, wo der Fuß rauskommt. Ja, habe ich hier. Das ist diese Tüte und die ist echt schwer. Dino Slime, ja. Da bin ich mal gespannt, ob das dieser schwarze Slime hier ist oder irgendwas anderes. Öffne es wieder hier oben. Man muss ein bisschen reißen, aber das funktioniert schon. Ansonsten nimmt halt ganz einfach eine Schere. Kein Problem. Und hier haben wir ja Schleim drin. Und zwar haben wir hier die Füße, ne? Okay. Ja, also okay, 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 okay. Wisst ihr was? Das geht hier richtig rein, der Schleim. Okay. Oh, wir retten die Welt. Hier innen haben sie Kunststoff ausgespart, ja. Aber der Fuß ist ja gigantisch. Guckt euch das mal an, ja. Hier der zweite. Und hier haben wir noch ein bisschen Slime mit drin. Aber ja, also es ist der schwarze Slime. Der muss hier irgendwie schon ausgelaufen sein. Hier sieht man das an den Füßen. Ich werde es mal ganz schnell von den Slime hier befreien. Und hier in der Tüte, ja, ist noch ein bisschen was drin, ja. Aber der Slime ist irgendwie kaputt. Ja, der ausgelaufene ist komplett vertrocknet. Und der hier, ja, ist ein bisschen halt, ne? Also, ja, nee, ich glaube, von der Tüte werde ich mich verabschieden. Die ist komplett verrotzt, die könnt ihr vergessen. Aber ein geiles Motiv vorne drauf, wirklich großartig. Okay, also ihr kriegt den Slime hier relativ problemlos raus. Mit ein bisschen warmem Wasser kriegt ihr das raus, kein Thema. Ist jetzt hier noch ein bisschen feucht, kein Problem. Aber das hier sind die Beine und die sind ja wohl gewaltig. Ne? Also wir haben die Beine und wir haben den Kopf, übrigens, das Plastik ist nicht gleich. Ihr seht, die Beine sind ein bisschen matter als der Kopf. Der ist ein bisschen durchlässiger. Hier kann man zwar durchgucken, aber es ist eher matter. Ja, und das hier sind die Arme und der Schwanz. Also die hier weichen dann doch ein bisschen ab.
Okay, aber meine Güte, es ist ein Skelett und es darf auch entsprechend skelettmäßig aussehen. Die Beine sind nicht extra beweglich, haben also keine Gelenke. Die sind einfach so, wie sie sind. Und wie schon gesagt, hier leider Gottes hohl. Ja, wir retten die Welt genauso wie unten, aber ist schon okay. Das macht auf jeden Fall einen recht stabilen Eindruck. Ist also trotz, dass es hohl ist, kein zu dünnes Plastik und die Details sind auch wirklich nett. Ne? Hier so Risse über die Krallen drüber, die Knochen kann man hier schön erkennen. Hier ist auch noch irgendwie ja noch so Bandage drumherum gebunden. Ne? An dem Bein hier, ja, das wurde sogar anders skulpturiert. Das ist klasse, gefällt mir gut. Hier ist sowas wie so ein Schatzkartensuchpfeil. Seht ihr das? So gestrichelt und vorne ein Pfeil. Witzig. Okay, komm, wir machen weiter. Und ich komme jetzt hier doch flotter durch als gedacht. So, was haben wir hier als nächstes Ziel? There's danger as far as you can see. Aha, also wie schon gesagt, ich hoffe, dass wir keinen Gipsstein zum Klopfen haben. Weil das hasse ich. Wirklich, da bin ich absolut kein Fan von. So, aufmachen. Ah, wir brauchen jetzt das Auge, wie es aussieht. Ne? Hier haben wir das Auge. Gut. Und da haben wir ja die Beschreibung entsprechend, wie wir das Auge hier aus dem Schädel rauskriegen. Moment, der Schädel. Den habe ich hier und so sieht das Ganze innen aus. Ne? Also hier außen ist unser kleiner Raptorkopf drauf, den wir hier ein bisschen drehen können. Und hier innen haben wir das Auge. Und jetzt guckt mal, diese Try-Me-Funktion muss andere Batterien drin haben, denn hier haben wir extra so einen Batterienstopper, damit die Batterie nicht unnötig verbraucht wird. Okay, also so sitzt es drin. Und jetzt müssen wir das irgendwie so rumdrehen. Ah. Okay. Und jetzt haben wir das ganze Auge hier draußen. Ist ja interessant. Ne? Jetzt ist unser Schädel halt ohne Auge. Und das sieht hier noch creepier aus, wenn er mich fragt. Ja? So, und jetzt sehe ich gerade, das hier hat sich jetzt vom Auge gelöst. Das heißt, wir haben jetzt hier das pure Auge und dieses Teil, was am Schädel dran ist. Das heißt, dann kann ich das auch wieder entsprechend reinmachen. Einfach draufklipsen, dann ist es wieder dran. Und ja, aber komm, das sieht ja nur gut aus, wenn hier das Auge fehlt. Das ist ja der Hammer. Die Klappe kann man übrigens nicht aufklappen. Aber ich finde es toll. Den kannst du echt bemalen, wenn du die entsprechenden Farben dazu hast. Ist es absolut Bombe. Und auch schöne Details, gerade hier mit dem eingerissenen Stoff und so weiter und so fort. Alles echt toll. Gefällt mir richtig gut. So, dann haben wir das Auge. Wir brauchen ja jetzt aber noch den Körper. So, wir machen gleich das nächste Feld hier auf. These pirates have a bone to pick with you. Die Zeichnungen hier. Guck mal. Klasse. Also, dann lass uns hier auch gleich gucken. Welches Tütchen brauchen wir hier als nächstes? Ich meine, der Körper, das müsste in der großen Tüte drin sein. Das ist ja wohl ganz klar. Und was haben wir hier? Wir haben hier, ja, das große T-Rex-Skelett. Und das habe ich natürlich hier. Und hier ist der Körper drin. Ja, auch das reiße ich hier auf. Okay, oh. Ja, da ist natürlich kein Frischhaltedingens drin. Und hier haben wir den Körper. Boah, inklusive Unterkiefer. Und hier kommt dann auch das Auge rein. Das ist ja krass. Also das ist schon rundherum montiert. Wir sehen hier den Rücken. Hier kommen die Arme dran. Hier kommen die Beine dran. Das hier ist der Unterkiefer. Das Ganze natürlich auch transparent. Hier ist ein T-Rex mit Knochen. Die Piraten- oder die T-Rex-Flagge. Hier kommt das Schwänzchen dran. Ach Gott, ich schmeiß mich weg. Ist ja super cool. Da muss ich doch mal gucken. Das müssen wir einfach nur irgendwie dann da reinstecken, oder? Ja, aber Leute, wir haben hier natürlich noch ein letztes Feld. Das werden wir auch noch ganz schnell aufrubbeln. Wir haben ja noch die Eier und ich habe hier auch noch ein Tütchen. Ja, also, was kommt jetzt hier noch? Genau, hier haben wir das letzte Tütchen. Da bin ich gespannt, was wir drin haben. Ich bin so froh, dass wir hier keinen Gipsklotz mit dabei hatten, wo man aufmeißeln muss oder irgend so ein Scheiß. Ne? So, also, das ist hier die letzte Tüte und hier Mystery Treasure. Okay, auch das tolle Zeichnung. Was finden wir hier drin? Hier haben wir, ach
nein, komm. Das ist ja nur der Hammer. Leute, wir haben hier einen goldenen T-Rex-Schädel aus Gummi, ganz weich mit den großen weißen Augen. Das könnt ihr auf dem Bleistift stecken oder was weiß ich. Also das hier ist der goldene T-Rex-Schädel, den wir hier auch noch mit drin haben. Ist ja der Knaller, super. Ja, sieht aus wie der große, nur halt in klein. Also der ist wirklich klein. Wir haben hier gerade mal, ja, 3 cm sowas, ne? Bisschen über 3 cm. Und als ob es nicht reichen würde. Arr. Den Skelett-Captain, den Piraten-Captain mit seiner Hakenhand. Gott, wie geil ist das denn, bitte schön. Ja? Sogar hier noch sein Tuch drunter, der Knochenkopf zu sehen, die Augen grimmig, die Hakenhand aus Silber, das Skelett zu sehen. Piratenstiefelchen an. Ist ja nur geil. Das ist ja nur geil. Schaut euch das mal an. Wenn Pirat einen Goldschatz in der Größe findet, dann ist er happy bis an sein Lebensende. Definitiv, ne? Ich frage mich nur, wie zur Hölle kriegt er das vom Fleck weg? Was glaubt ihr, was das wiegt? Und wer tauscht ihm das gegen Golddublon ein? Ja? Also, unser Piraten-Captain hat hier eine Größe von 4 cm. Ich finde den nur geil. Leute, der Schädel ist so der Hammer-Burner. Ich bin total begeistert. Und wir haben auch noch die Eier, die wir hier alle öffnen. Okay? Jetzt bauen wir mal das ganze Ding hier zusammen. Jetzt muss ich hier irgendwie das Ei reinkriegen. Das hier mache ich raus. Übrigens, ich schmeiß die nie weg. Ich bewahre die immer auf und wenn ich nicht mehr damit hantiere oder was, stecke ich es wieder rein. Ja, dann bleiben eure Batterien geschont. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten ja jetzt hier mehr Sounds haben. 6 verschiedene, okay? So, jetzt werde ich hier mal das Licht ein bisschen auf die Seite drehen, damit wir das besser leuchten sehen. Es müsste jetzt eigentlich ein bisschen kräftiger werden und auch lauter. Also bin mal gespannt, was er hier alles sagt. Ja, hier gibt es keinen extra Knopf zu einem Ausstellen. Ich drücke einfach mal drauf und... Welcome to Dino Island. Okay, das kennen wir. Und jetzt? It's a Dinosaur Attack. Geil! Where's the T-Rex Treasure? Arr, me mateys. Arr. Also ja, nur cool. I want those dinosaur eggs. Es ist, Leute, das ist der Hammer. Und? Welcome to Dino Island. Und so, Arr. Genau, und so geht das Ganze wieder los. Geil, absolut geil. So, und das Ei kommt hier in unseren T-Rex rein, okay? Übrigens, jetzt leuchtet es auch länger, ne? Es ist immer noch an. Es ist immer noch an. Geht es auch noch irgendwie aus oder sowas? Ist ja der Hammer. Ich habe hier keinen Schalter. Ich habe hier keinen Schalter. Aber jetzt ist wieder aus. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wie rum kommt es hier in unseren T-Rex rein? Ich habe keine Ahnung, ja? Also hier kommt es auf jeden Fall rein. Und wir müssen ja irgendwie draufdrücken können. Also eigentlich durchs Maul. Darum, ich steck's vielleicht mal... Ach so, das ist einfach so drin, oder was? Hier ist übrigens eine Schraube. Hier keine. Müssen wir jetzt hier auch noch schrauben, oder was? Oder wie? Moment. T-Rex. Hier haben wir den Kopf. Hier ist nichts zum Schrauben. Dann pass mal auf. Jetzt machen wir ihm hier mal sein Schwänzchen dran. Und zwar so, dass es vielleicht nach oben steht. Ja, einfach draufklippen. Also das ist total einfach. Das Schwänzi ist der Hammer, oder? Es ist der Knaller. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Beinen. Das hier stecke ich hier rein. Okay, auch das ist einfach. Wir können es bewegen. Dann das zweite Bein auch hier reinstecken. Und, ja, also das ist schon mal ganz leicht. Der Oberkörper kann von alleine stehen, weil die Füße so groß sind. Das ist super. Dann natürlich noch die Ärmchen dran. Ja. Linke Arm. Ja, auch. Also das geht ganz einfach. Ja. Und ihr könnt so ein bisschen nach vor und zurück machen. Und hier natürlich dann auch den Körper nach oben und unten drücken. Das ist, Leute, das ist super. Ich bin hier total begeistert. Also ich möchte auch den Hai bitte schön haben. Das ist ja nur gut.
Ist ja nur Bombe. Also, das hier draufstecken. Zack, hält auch. Sehr gut. Und der Kopf einfach hier draufstecken oder was? Oder wie? Warte mal, ein bisschen. Ja, okay, alles klar. Leute, sitzt. Ach, da ist eine Feder drin. Bei der Schraube ist eine kleine Feder. Dann geht der Kopf immer wieder hoch. Und ihr könnt auf das Ei hier drücken. Also T-Rex hat hier das Ei verschluckt. Und wenn ich dann drauf drücke... Dann leuchtet der, ne? Wie man sieht. Und die Farben wechseln, jawohl, RGB, Farbwechsel, ist ja nur geil. Und ihr könnt immer wieder drauf drücken. Klasse. Super, aber ein bisschen Licht brauchen wir, sonst seht ihr den T-Rex nicht. Aber sieht cool aus. Mit dem Leuchten ist es echt eine witzige Geschichte. Ja, cool, Leute. Cool, das ist es. Das ist es. Das ist unser Geheimnis. Das ist unser Schatz, den wir gefunden haben. Plus dem goldenen T-Rex-Schädel und unserem kleinen Captain. Ja, den können wir ihm hier oben draufstellen, oder? Ja, guck, der steht. Ist ja der Hammer, oder? Oh, das war zu viel Anstrengung nach all den Jahren. Aber das ist super. Das ist wirklich absolut super. Toll. Also ja, mit dem Riesenauge drin, man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders machen können, dass man dann vielleicht halt irgendwie von oben drauf drückt und nicht immer hier reinfassen muss, ja. Aber gut, ich meine, es funktioniert, es leuchtet vor allem toll im Dunkeln. Ihr könnt das Maul hier immer schließen und er öffnet es dann wieder durch die kleine Feder und ihr könnt hier ein bisschen Action machen. Ja, ihr könnt die Arme bewegen, ihr könnt die Beine bewegen. Das ist schon absolut okay. Und er hat halt dieses Riesenauge hier verschluckt, was dann leuchtet. Also cooler T-Rex, ich finde den klasse. Und ja, wisst ihr was, jetzt schauen wir uns noch die ganzen Eier an. 5 Eier haben wir hier und diese Zusammenbauhilfe. Das schaue ich in einem extra Video an. Das mache ich gleich hinten dran. Und dann schauen wir mal, welche von den ganzen Figuren wir hier in den 5 Eiern finden. Okay, also dann würde ich sagen, was ist mal dazu? Unser T-Rex plus die ganzen Slime-Geschichten hier nicht zu vergessen. Ja, wir haben hier 2 unterschiedliche Schleimsachen hier mit dabei. Dann haben wir hier noch unseren riesigen Piratenschädel. Guckt euch das an, ist ja nur gut. Und ich bin mal gespannt, ob wir den kompletten T-Rex auch noch in den Schädel zusammengebaut reinkriegen. Ich glaube es weniger, aber egal, man kann ja ganz schnell wieder auseinanderbauen. Und man kann auch die ganzen Tüten etc. ebenfalls wieder in den Kopf hier reinmachen. Ja? Also super, ja, wir sehen uns gleich im zweiten Teil. Hier kommt der Raptor, ist gar nicht ganz drauf. Wir sehen uns gleich noch im zweiten Teil, wo wir dann die ganzen 5 Eier hier noch auspacken, reinschauen, was wir hier noch finden. Alles klar, Leute, das war ein hammermäßiger Spaß, wie ich finde. Ich werde mir auf jeden Fall einen zweiten Schädel holen. Ich möchte den Hai auch noch haben. Wir schauen uns noch die Eier an und dann mache ich noch ein kleines Fazit zu diesem riesen Schädel hier. Okay, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.